Mein Name ist Stefan Wessler, bin Landwirt aus Vreden und ich möchte gerne mit meiner Familie zusammen gutes Kapsfleisch produzieren. Unser Betrieb in Vreden stellt sich dadurch auf, dass wir ein wenig vielschichtig sind, wo ich auch sehr viel Wert drauf lege. Das heißt, wir betreiben eine Kälbermast. Des Weiteren betreiben wir eine Hähnchenaufzucht, ca. 70 Hektar Ackerland, wo wir Getreide, Mais und Zuckerrüben anbauen. Und als weiteren Standbein betreiben wir Photovoltaikanlagen. Im Betriebszweig Kälberhaltung sind wir zugekommen, weil unser ältester Sohn Landwirt lernt und wir ein weiteres Standbein suchten für unseren Betrieb und wir die Schweinehaltung aufgeben wollten. Somit haben wir uns umgeschaut, was für uns wichtig war, dass es ein gutes Einkommen zu generieren ist und ein relativ sicherer Markt für uns darstellt, wo wir auch in naher Zukunft oder in Zukunft auch noch gut von profitieren und auch gut von leben können. Für uns war es immer sehr wichtig, gute Produkte zu erzeugen, so wie auf dem Acker, so wie auch im Stall. Und deswegen ist Kapsfleisch für uns als Standbein dazugekommen. Bei Mitgliedsbetrieben, die der Kontrollgemeinschaft Deutsches Kapsfleisch angehören, kann sich der Verbraucher total sicher sein, dass das Fleisch aus Betrieben stammt, die hinter ihren Tieren stehen und ein super Produkt erzeugen. Seitdem wir mit der Kälberhaltung angefangen sind, essen wir selber natürlich auch sehr gerne Kalbsfleisch und haben erstmal festgestellt, wie viele Sorten Fleisch so ein Kalb liefert. Als Landwirt hat man den Vorteil, oder man isst Fleisch vielleicht auch bewusst, weil man genau weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt, dieses Fleisch vernünftig und tierwohlgerecht aufzuziehen. Ich bin seit ca. 2010 selbstständig, alleine auf dem Betrieb mit meiner Frau zusammen. Unser ältester Sohn Janis hat Landwirt gelernt und ist seit diesem Sommer voll im Betrieb integriert. Wir teilen uns absolut gleichwertig die Aufgaben, sowohl vom Büro über die Tierhaltung bis zum Ackerbau. Wir sind ja eigentlich mit drei Generationen irgendwo, wenn man meinen Vater noch mit einbezieht. Der eine lernt vom anderen, mein Sohn spricht mit meinem Vater, geben sich Tipps und Erfahrungen aus 40, 50 Jahren Berufsleben. Das finde ich total bereichernd und auch total schön. Ich lebe meinen Traum, habe ich immer so gesagt.